Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Splinter Cell Double Agent. So, wir dürften hier immer noch an diesem Mega-Gewehr stehen, das ich Ende des letzten Parts ja doch noch gefunden habe. Nachdem ich erst so dachte, mein eigenes Gewehr sei das, was ich benutzen muss, aber wir haben hier was anderes. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Oh, er legt sich sogar hin. Hisham nicht töten. Kann ich da irgendwie noch zoomen oder so? Das ist äußerst wichtig. Das ist er. Bitte legen Sie auf. Ich muss zur amerikanischen Botschaft. Ja. Ich habe genug gehört. Legen Sie ihn um. Sam, hier spricht Lambert. Du darfst Hisham nicht erschießen. Was? Keine Sorge. Du bist der Einzige, der mich hören kann. Fischer, worauf warten Sie? Du kannst ihn retten, Sir. Damit verrate ich meine Position. Was soll das? Mir egal. Schießen Sie. Gute Arbeit, Sir. Einen Moment lang habe ich mir wirklich Sorgen gemacht. Begib dich zum Präsidentenpalast. Hisham braucht deine Hilfe. Wir treffen uns danach am Pier. Alles klar. Muss ich hier sonst noch jemanden abballern? Okay. Jetzt habe ich ihn nicht getötet. Ziel nicht erreicht. Ja, aber ein anderes Ziel habe ich erreicht. Wie komme ich hier wieder raus aus dem... Oh, alles knallt zusammen hier. Hat das jetzt dazugehört oder lädt es jetzt hier einen Speicherstand? Ich schätze mal, dass es dazugehört hat. Es lädt hier jetzt das nächste Level. Ich hoffe es mal. Also ich hoffe es so sehr. Ja, es wird gespeichert. Oh ja. Holla, die Waldfee. Es geht natürlich hier mega mäßig weiter. So. Scheiße. Wie komme ich da jetzt weg? Wo muss ich lang? Tralala, hopsasa. Hä? Das verstehe ich nicht. Also ich weiß jetzt nicht, was gewesen wäre, wenn ich die andere Option hier gewählt hätte. Da komme ich nicht lang. Aber ich habe jetzt hier mal diese Option gewählt. So. Schön hier für unseren eigentlichen Arbeitgeber ein bisschen. The fuck? Irgendwo muss ich doch wohl lang können. Ah. Man könnte es natürlich mal mit diesem Seil hier probieren. Alter, das muss doch wehtun an den Händen. Mein. Ah, der hat halt so ein paar Handschuhe. Gut, dann geht das ja noch. So, wir sollen den... Ohohohoho. Hier schlagen Bomben ein und Granaten ohne Ende. Speicher gerade nochmal. Und gehe mal kurz in das Opset. Einsatzziele. Ich im Retten. Nicht fertig. Wahlziele. Ja, nicht töten, töten. Ich habe jetzt mal mich entschieden für nicht töten. Na, was passiert wäre, wenn man nicht ihn getötet hätte? Weiß ich nicht. Das kann sich ja jeder selber versuchen zu erspielen, wenn er das unbedingt wissen möchte. Was ist das hier noch? Alarm vermeiden, Exekution verhindern, Frau im Bus retten. Alter Verwalter, was hätte ich denn da noch alles machen können? Gut. Das sind irgendwelche Sekundärziele, egal. Achso, ich wollte auch nochmal auf die 3D-Karte. Okay, da ist der eingestützte Turm und ich muss da drüben hin. Okay, na, Möglichkeit sollte ich vielleicht gucken, dass ich diesen gelben Figuren hier nicht unbedingt begegne. Ich muss da drüben rein. Okay, da kann ich in diesen Trümmern da vielleicht Deckung suchen. Mal schauen. Oh, war ja.
Da ist ein Bus. Da steigen wir mal und wir suchen mal ein wenig Deckung hier. Was? Ja. Das nenne ich doch einfach mal Fail. Ach, da ist ein Panzer. Ich gehe einfach mal. Ho, 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 ho. Der hat mir nichts zu erzählen. Aber er fliegt direkt mal. Er fliegt direkt mal runter. Oh weia, oh weia. Ich werde hier gesehen und. Gesehen werde ich auch. Holla, die Waldfee. Och, komm schon. Ich werde hier jedes Mal abgeballert hier. Es wird doch wohl auch mal möglich sein, ohne. Sam, willst du mal weitergehen? Ich gehe diesmal hier lang. Da werde ich nämlich nicht gesehen. Was hat das Spiel denn hier gerade gegen mich, dass ich da entlang gehe, oder was? Was hat dieser Panzer da gegen mich? Ich stelle mich da hin und er zielt sofort auf mich. Irgendwie schon leicht blöde. Komm. Ja, lass dich halt so runterfallen, dass dir es gleich wehtut. Oh. Ich frage mich gerade ernsthaft. Ich sollte vielleicht doch zwischendurch auch nochmal speichern. Ich probiere es jetzt mal hier entlang. Und warte hier jetzt einfach mal, bis ich wieder was sehe. Und geh durch. Und werd natürlich sofort erwischt. Scheibengleister. Okay, war da nicht was? Nee, ich geh weiter. So. So, jetzt hat. Und da werde ich natürlich auch sofort erwischt. Da bin ich auch gerade irgendwie getroffen worden. Vielleicht sollte ich doch zwischendurch auch mal welche abschießen hier. Was hat's denn mit dem auf sich? Speichern wir hier gerade nochmal. Und jetzt probier es einfach mal so. Okay, diesmal bin ich hier nicht entdeckt worden. Schauen wir mal auf die 3D-Karte, wo ich mich denn jetzt befinde. Oho, ich muss da raus und dann da drüben noch hin. Da muss es ja einen Durchgang geben, so wie ich die Sache sehe. Aber es. Upsala, es brennt. Was haben wir denn hier liegen? Eine Splittergranate. Na komm, Sam, du kannst doch da sicher durch. Wenn ich so betrachte, einmal kurz speichern. Sicher nicht verkehrt. Okay. Oh. Wie wäre es, wenn wir einfach hier mal reinklettern? Komm. Ab da, nein. Oh, und da wird gleich nochmal gespeichert. Nice, und das speichere ich selber auch gleich nochmal. Was haben wir hier zum Nehmen? Schallgranate.
Freund eines Freundes, also. Ich bin euch wirklich was schuldig. Die CIA hat gesagt, dass der ganze Laden voller C4 steckt. Ist das wahr? Bestätigt. Die wollen den zur Feier ihres Sieges in die Luft jagen. Das hatte ich gehofft. Fischer, Shafi Sham vom Palast genannt. Wir setzen ein Hacker-Team auf die Frequenzen der Zünder. Deine Freunde von der JBA werden angemessen überrascht sein. Hä, warum kann ich den jetzt nicht abschießen? Und er hat es nicht mal gemerkt, dass ich auf ihn geschossen habe. Okay. Egal. Das war vielleicht jetzt eben gerade echt dumm, was ich gemacht habe. Egal. Ich gehe jetzt einfach weiter. Ich hätte mir den jetzt schnappen können, den Typen. Wenn ich mir das so betrachte. Ach ja, der ist jetzt gleich schon wieder mit seinem... Okay. Dann laden wir halt kurz den nächsten Fortschritt. Dann kriegen wir jetzt dasselbe Zeugs gerade nochmal ins Ohr gedrückt. Hier spricht Irving Lambert. Ich bin Fischers NSA-Verbindungsmann. Der Freund eines Freundes, also. Ich bin euch wirklich was schuldig. Die CIA hat gesagt, dass der ganze Laden voller C4 steckt. So, jetzt gucken wir noch einmal auf die Karte. Okay, der Sam ist also hier. Das heißt, ich muss da drüben rein in dieses relativ kaputte Gebäude. Bestätigt. Die wollen den zur Feier ihres Sieges in die Luft jagen. Das hatte ich gehofft. Fischer, Shafi Sham vom Palast. Das soll also der Palast sein. Naja, sieht ziemlich heruntergekommen aus und kaputt natürlich. So. Ich hoffe, der hat mich nicht gesehen. So. Der geht da jetzt ja gleich hin und macht seine Hose auf. Komm her, was ist los, ha? Noch bin ich neutral. Wenn das so bleiben soll, beantwortest du besser meine Fragen. Okay. Ich suche einen Marokkaner. Ich hab keinen Ahnung. Muss ich jetzt Partei stellen? Nein. Ich weiß, was in der Nähe Gefangene von uns untergebracht sind. Vielleicht ist der Bob. Ich weiß nicht, was die Marokkaner aussieht. Ja gut, dann leg dich schlafen. So, speichern wir gleich nochmal. Und weiter geht's. So. Ich soll da drin jetzt hier megamäßig... Moment mal. Sonst noch jemand? Braucht noch jemand einen Fahrschein zur Hölle? Der Sam braucht auch einen. Gut, probieren wir es nochmal und wollen wir mal, wenn wir diesmal gucken, ob wir da nicht reinkommen, ohne dass wir... Oh, hier ist das ganze Sprengstoffzeugs. Wollen wir diesmal gucken, ob wir da reinkommen, ohne dass wir hier irgendwie groß bemerkt werden dabei. Wir können es ja mal über dieses Gerüst hier versuchen. Wo das schon da ist. Du hältst die Backen. Hier geht's nicht weiter. Und ich sehe leider auch nichts, was mich sonst noch irgendwie funktioniert, das Runterrutschen auch hier nicht. Speichern wir noch einmal. Je öfter, desto besser. Schleichen wir diesmal da rein. So, da müsste doch direkt jemand sein. Ich hoffe mal, das sieht meine Füße nicht. So, diesmal mal ganz ordentlich hier das Loch basteln. Ja, kannst du dann auch da raus? Oder wie ist das? Hier
kann ich auch ein Loch reinschlitzen. Ja, aber ich dachte ja eigentlich ernsthaft, ich könnte da jetzt rausgehen. Aber es scheint wohl nicht zu funktionieren. Was liegt denn da hier schon wieder rum? Eine Flasche. Aha. Ihr macht einen Fehler. Ja? Ja. Ach was. Halt die Klappe. Gucken, ob ich da schnell genug rankomme. Leider nein. Hätte ich vielleicht doch ein bisschen eher schon mal drauf zukommen müssen. So, hier schlitzen wir erstmal das Ding auf. Warum auch immer ich das mache. Du hältst auch die Backen, ne? Aber ich weiß nicht, hole ich jetzt gerade mal mit hinter diesen Vorhang da. Ich frage mich, ob ich da nicht hätte durch können, wenn das Ding noch offen, zu war. Na komm. Den legen wir jetzt mal so hinter den Vorhang, dass ihn keiner sieht. So. Ach komm schon, der hat mich gesehen. Sonst noch jemand? Sonst noch jemand? Braucht doch bestimmt noch jemand eine Fahrkarte, oder? Hier zur Hölle. Oder sonst wohin? Ach, ist das hier mein Opfer, das ich retten muss. Fischer, Gott sei Dank. Das mit dem Scharfschützengewehr warst du, oder? Jetzt hast du mir schon zweimal das Leben gerettet. Ich bin dir was schuldig, weißt du noch? Bewegt seine Lippen gar nicht. Wir hauen hier ab. Los geht's. Okay. Jetzt warten wir erstmal ab, was mit diesem Typen ist, den ich da gerade gesehen habe. Okay, der legt es natürlich gleich, der legt es gleich drauf an. So, dann speichere ich jetzt mal. Und drücke mal das hier. Und gehe mal auf 3D-Karte. Da wird mir doch bestimmt gezeigt, wo ich hin muss. Okay, ich muss also auf der anderen Seite raus. Das heißt, ich muss hier irgendwie durch. Wie kriegen wir das am besten hin? Gehen wir mal hier lang. Komm, Schmidt, mein Bester. Sieht gut aus. Okay. Sieht jetzt hier nicht so aus, als könnte man da durch. Geht das? Nope. Das heißt, ich muss doch so rumgehen. Holla, die Waldfee. Okay, aber gucken, ob er hinter uns ist. Hallo, Junge? Junge? Bist du? Wohin hat sich verschlagen? Ach, da kommt er. Komm mit. So, ich würde sagen, speichern wir hier nochmal. Und machen den Rest von der Flucht hier mit dem guten Mann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen.